Ich habe 93 Jahre gebraucht, um zu verstehen, wie man zumindest fast immer 3 Sterne holt. Ich meine, klar, es ist von Rathaus zu Rathaus immer schwieriger. Desto höher das Rathaus ist, desto schwieriger wird's, weil natürlich auch immer mehr Verteidigungen dazukommen und so weiter und so fort. Immer mehr Truppen natürlich auch. Das bedeutet, du musst auf immer mehr achten. Aber was unterscheidet denn einen schlechten Spieler von einem mittelmäßigen Spieler, von einem guten Spieler, von einem sehr guten Spieler? Ich kann es dir sagen, es ist die Planung. Auf der einen Seite die Planung, aber auch auf der anderen Seite dann die Umsetzung. Das bedeutet, für mich persönlich, ich kann das zwar alles planen, wie ich möchte, im richtigen Kampf wird es bei mir sowieso in die Hose gehen. Von daher, das ist dann wahrscheinlich der große Unterschied zwischen einem mittelmäßigen und einem guten Spieler. Allerdings, wenn du es planst, und jetzt gucken wir uns diesen Angriff einfach mal exemplarisch an. Ich hätte auch jeden anderen Angriff nehmen können aus unserer CWL von dem Krieg. Sie haben uns fast immer rasiert, von daher ist es im Endeffekt vollkommen egal. Also, wir gucken uns diese Base mal an. Und wenn man sich das mal anguckt, kann man sich das insgesamt wie eine Pizza vorstellen. Oder einen Kuchen, Pizzakuchen, was euch lieber schmeckt gerade. Also, wir stellen uns das gerade mal wie eine Pizza vor. Das bedeutet, wir haben eine Pizza und schneiden diese Pizza in 4 gleiche Teile. Das bedeutet, du möchtest Stück für Stück mit den Truppen diese Teile wegnehmen. Du möchtest sie essen sozusagen. Also wenn man sich das mal anguckt, was haben wir jetzt hier für eine Base vor uns? Wir haben natürlich Rados 15, dann aber noch hier ein Unsichtbarkeitsturm, da vorne Zauberturm auf Gift. Single Inferno, Multi Inferno und dann natürlich noch, weil es ein Luftangriff ist, zack. Zack, da ist die Luftabwehr. Er greift hauptsächlich mit Drachen und Drachenreitern an, hat noch ein paar Loons mit dabei. Und jetzt gehen wir das mal Stück für Stück durch und dann werdet ihr direkt mal verstehen, worum es denn hier geht und warum dieser Angriff im Endeffekt so einfach und trotzdem so gut ist. Also er hat den Zeppelin und wir gucken jetzt gleich auch mal drauf, was da drin ist. Aber ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, denn er hat sehr viel Unsichtbarkeitszauber dabei. Ungefähr bis zu dieser Stelle hier geht der Luftfeger. Das bedeutet, er fliegt gleich da rein. Er möchte natürlich möglichst viel wegnehmen. Also das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Und natürlich alles, was hier noch so neben ist. Im besten Fall natürlich auch noch die Clanburg. Und wir gucken jetzt einmal drauf. Ich lasse es jetzt mal ablaufen und dann gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert hat. Und dann ist es im Endeffekt auf jede Base, ist es im Endeffekt übertragbar, ne? Wenn man sich das mal einmal wie einen Kuchen vorstellt und davon ausgeht, man möchte das Stück für Stück alles auseinandernehmen oder eine Pizza, man möchte das Stück für Stück wegmachen. So. Wir sehen das nämlich jetzt. Da sind nämlich die Superbogies schon drin. So. Und jetzt hat er das da drauf geschmissen. Und klar, da kommt natürlich der Wutzauber, da kommt der Klon. Und dann werden natürlich die Superbogies, ja, jetzt schon mal das meiste auseinandernehmen. Wir sehen das nämlich jetzt gleich. Jetzt kommt nochmal gleich einer drauf. Passt mal auf. Jetzt nehme ich nochmal. So, dann hat er den Monolithen schon mal weg. Dann hat er jetzt gleich das Rathaus auch schon mal weg. Das ist schon mal richtig krass. Die Gladi ist jetzt gleich auch. Schafft sie es noch? Schaffen sie es noch? Schaffen sie es noch? Schaffen sie es noch? Na, schaffen sie sogar gar nicht mehr. Das bedeutet, er hat sogar gar nicht mal den kompletten Wert hier rausbekommen, den er, glaube ich, wollte. Denn das bedeutet, wir sehen jetzt hier noch, der Turm lebt noch, die Gladi lebt auch noch und wir sehen jetzt hier, die Hexen sind auch noch da. Also er hat gar nicht komplett alles rausbekommen. Aber wenn wir nochmal zurückgehen zu unserem Beispiel des Kuchens oder der Pizza, da ist jetzt schon mal so ein bisschen was raus. Jetzt haben wir natürlich noch die Möglichkeit mit unseren Truppen. Wir gehen jetzt hierher. Oder wir gehen daher. Und er macht das jetzt ganz geschickt. Die Truppen gehen in die Richtung und das H steht jetzt in dem Fall für die Helden. Allerdings nur König und Königin, die gehen rechts her. So, wir gucken weiter. Wir schauen uns das jetzt mal an. Also, vor allem die Feger stehen natürlich auch relativ dicht beisammen da unten. Das bedeutet, wenn er jetzt ein bisschen schlau ist, setzt er es ein bisschen weiter. Ja, warte, der fegt jetzt noch. Erst muss er sich die Clanburg noch schnappen. Auf jeden Fall. Aber ich meine, die Feger sind im Endeffekt jetzt auch egal. Weil was soll da passieren? Jetzt achtet mal ganz genau drauf. Jetzt achtet mal ganz genau, was diese Drachen hier machen. Die Drachen wollen da zu dem Skelett hin. Allerdings ist die Königin am Start. Die Königin kümmert sich jetzt gleich um die Skelette. Und was machen die Drachen dann? Die drehen um. Genau das, was wir natürlich, oder was er hier will, dass die Drachen jetzt natürlich gleich in die andere Richtung fliegen. Zack. Jetzt fliegen sie in eine andere Richtung. Die Feger sind weg. Der König läuft jetzt dahin. Die Königin ist jetzt auch noch mit am Start. Das ist genau das, was wir jetzt natürlich, oder was natürlich der Plan ist bei diesem Angriff. Die Pizza schön wegzumachen. Jetzt hat er sogar oben noch ein Baby hingesetzt, da oben auf das Lager, weil da noch eine Doppelkanone ist. Die kann er dann eventuell noch aus dem Spiel nehmen. Warden gezündet und jetzt gehen die da schon mal links rum. Und die Pizza wird schon mal nach und nach aufgegessen. Allerdings fehlt jetzt hier natürlich noch ein Stück gleich. Passt mal auf.
Denn es gibt vielleicht Leute, die essen nur den Rand, aber in diesem Fall wollen wir das natürlich nicht. Wir wollen uns natürlich alle schnappen. Das bedeutet, wir nehmen jetzt die Gladi oder er nimmt die Gladi und geht damit in die Mitte. Denn wir haben jetzt hier alles weg, wir haben dann da alles weg. Ich mal das mal hier alles an. Es ist alles weg, aber die Mitte lebt noch und die muss natürlich auch weg. Und dafür haben wir dann die Gladi oder er hat die Gladi. Zack, 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 druff, druff, druff. Und dann funktioniert das. Noch schön mit Diggi dabei, weil Diggi natürlich die Fähigkeit hat, kurzfristig die Ziele zu betäuben. Die Königin lebt auch noch, zusammen mit dem Einhorn. Der König tankt natürlich wunderbar für sie. Jetzt ist er zwar kaputt, aber wir sehen schon, was dabei rausgekommen ist. So in der Mitte. Gladi, zack, zack, zack. Adler, der weg. Jetzt noch den Turm da weggemacht wahrscheinlich. Ich habe Riesenbombe, Gladi zwar kaputt, aber wir sehen das jetzt. Das meiste ist jetzt schon weg. Jetzt ist ja wirklich nur noch ein Pizzastück übrig. Jetzt ist ja wirklich nur noch dieses eine Pizzastück hier übrig. Ja, schön belegt, auf jeden Fall noch. Allerdings nicht mehr mit viel Verteidigungen, wenn man sich das mal anguckt. Was ist jetzt noch da? Ja, zwei X-Bögen, die sind noch ein bisschen gefährlich. Ansonsten haben wir jetzt hier noch Bogenturm und Bombenturm. Bombenturm ist aber für die Drachen vollkommen egal. Natürlich auch für diese Kanone. Von daher ist es dann super, im Endeffekt super einfach gewesen. Allerdings, Praxis und Theorie sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das muss man natürlich dann dazu sagen. Also ich persönlich scheitere dann immer in der Praxis. In der Theorie läuft es immer noch ganz gut, in der Praxis geht es dann in die Buchse. Er kann die Königin sogar noch zünden. X-Bogen weg. Ich könnte auch, wie gesagt, könnte jeden anderen Angriff von uns auch nehmen. Also beziehungsweise jede andere Verteidigung. Die haben, glaube ich, von 10, von 15 Bases haben sie, glaube ich, mindestens zwei Drittel haben sie mit drei Sternen gelegt. Ich meine, wir haben jetzt natürlich auch nicht die besten Bases. Wir gehen jetzt mal ganz kurz zurück. Da sehen wir es jetzt nochmal. Das sind so normale Bases halt, ne? Also man hat ja auch nicht immer Zeit, das jetzt so dermaßen umzubauen. Aber um es jetzt nochmal einmal zusammenzufassen, du musst dir das vorstellen, im Endeffekt wie ein großes Ganzes, in dem Fall halt einfach, sagen wir mal, eine Pizza oder einen Kuchen. Du willst das Stück für Stück auseinandernehmen und du musst gucken, wenn du am Anfang jetzt den Zeppelin setzt, ob da jetzt super Magier drin sind, super Lakaien drin sind oder auch super Bogies drin sind. Das hängt natürlich von dem Typen ab, der Base und was du natürlich wegnehmen möchtest. Da musst du gucken, was möchtest du setzen und am Anfang welchen Wert möchtest du natürlich dann rausbekommen. Denn ich mache das zum Beispiel oftmals so, ich nehme das dann, kriege aber nicht ansatzweise genug raus. Das bedeutet, ich habe viel zu viel Einsatz für viel zu wenig Output, den ich dann da rausbekomme. Und ansonsten halt, ne, wir haben es ja gesehen, dahin. Und dann hat sogar noch die Gladi hier das in der Mitte weggemacht und dann hatten wir am Ende nur noch dieses Pizzastück hier übrig und der Rest war schon aufgegessen, er konnte dann die Königin noch zünden und dann waren es relativ easy 3 Sterne. Wenn ihr weiter solche Videos sehen wollt, lasst doch gerne mal ein Like da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns in einer neuen Episode wieder. Schaltet wieder ein, bis zum nächsten Mal, macht's gut, Creator-Code MBF nicht vergessen, tschüss!